So, weiter geht's. Wir haben alle Zutaten, oder sollten zumindest alle Zutaten haben, immer noch für unseren Kochkumpel. Und mal gucken, ob wir als sein Schätzchen... Oh, ich wollte gerade sagen, kann man das kaputt machen? Kaputt machen! Man kann es echt kaputt machen. Geil, Essen. Hä, da war auch Geld drin. Alter, fuck. Mal gucken, ob wir ihm jetzt helfen können. Ja, was haben wir denn hier? Ja, du hast ja mehr als eine der geheimen Zutaten gebracht. Wow, du bist echt gut. Ich hätte es einfach gewusst, dass du ein guter Assistent sein würdest. Das war doch gar nichts, Mann. Aber wir haben es ein bisschen eilig. Geben Ogerleber, Lippen aus Eis, Augapfel aus Feuer und Schwarzdämonhorn. Wow, 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 wow. Tihi, ja, mit jeder der geheimen Zutaten, die ich hinzufüge, soll meine Liebe für Lord Orochi wachsen. Okay, jetzt habe ich alle geheimen Zutaten. Es ist an der Zeit, mein Spezialgericht fertigzustellen. Ergötzt deine Augen an meinen tollen Fähigkeiten. Schätze. Und ganz im Herzen und Leben der Inbrunst werde ich eine Symphonie erschaffen aus dämonischer Vollkommenheit. Alter, was? Bitteschön! Das Kronjuwel unter den Vorspeisen bringt garantiert den vollen Geschmack der Hauptspeise voll zur Geltung. Hier ist mein ultimatives Meisterstück, Misthaufen Schleimeimer Gulasch. Dadurch wird die Hauptspeise Kushi tausendmal besser schmecken. Nun, wir dürfen Lord Orochi nicht warten lassen, Schätzchen. Geht zur großen Halle und läutet die Speiseglocke. Das wird die Fertigstellung meines Meisterstücks verkünden. Der Klang dieser melodiösen Glocke soll der Auftakt sein für Lord Orochis blutiges Festmahl. Hi Knight, schön, dass du auch da bist. Nabend. Wir hatten ja schon zuvor mal die Glocke geläutet. Und da waren sie alle böse mit uns, ne? Wisst ihr noch? Deswegen mal gucken. Ah, und wir haben jetzt einen Schatz hier erhalten. Einfach so. Kutani-Töpferei. Und ein Teller mit elegantem Design und schönen Ätzungen. Geil. So, und dann haben wir ja hier natürlich noch Fire. Ah. Geil. So, kommen wir doch noch überall ran. Sehr schön. Nette Games, die du dir heute gönnt hast, Nils. Ja, also, ich bin auch sehr zufrieden damit. Und ja, vor allem Rocksmith geht richtig ab. Vom Rocksmith habe ich halt heute kurz angezockt. Das ist schon echt schwer. Aber echt geil. Also man, ich kann mir sehr gut denken, wenn man das häufig spielt, dass man wirklich gut Gitarre spielen kann. Oh Gott. So. Hier endlich das Mal fertig, Leute. Die Speiseglocke. Leute, sie so oft wie Lord Orochi Köpfe hat. Die Glocke zu läuten ist eigentlich meine Aufgabe. Aber zu sehen, wie du die ganze Zeit darauf wartest, sie zu läuten, werde ich dir alle Ehre machen. Setze deinen ganzen verfluchten Körper ein und deine ganze böse Seele ein, Mann. Ja, lass sie wild und laut erschallen. Okay, also ich soll selber gegenbashen. So, oh, so viel wie er Köpfe hat. Er hat 8, oder? 8 Köpfe. Oh Gott. So, jetzt soll ich selber nochmal hochfahren oder was? Okay. So, Typi. Hui, das war ein Stress. Ich wünschte, ich hätte Lord Orochis Thronsaal nicht gesehen. Dieser Ort hat etwas an sich, das mir Angst macht. Tut mir leid, Kumpel, aber würdest du dir was ausmachen, den Aufzug nochmal zum Thronsaal zu bringen? Was? Bist du verrückt, Mann? Ach komm schon, bitte, bitte. Ich meine, ich möchte auch mal einen Blick in den Thronsaal von Lord Orochi werfen. Bitte nur dies eine Mal.
Aber wir sind nur kleine Untergebene von Odorochi. Odorochi würde uns mit Sicherheit auffressen, wenn wir während seinen Mahlzeiten reinplatzen. Willst du den Thronsaal wirklich so gerne sehen? Ja, na klar. Oh, ich sehe, du wirst deine Meinung nicht ändern. Ich werde dich zum Thronsaal bringen, wenn du ihn so sehr sehen möchtest. Schließlich liebe ich es, diesen Aufzug zu bedienen. Auch ein cooler Typ. Ich glaube, die Maske ist nach diesem Part hier weg, oder? Hey Mädchen, Abend. Ihr habt nochmal genau rechtzeitig hier zum Boss-Fiesta-Ding. Oh Gott, Alter, jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist das Essen. Da ist so ein Typ. Das ist ein Händler. Warte mal, was ist mit dem Essen los? Diese Vorspeise stinkt. Lass das edle Zeug hier. Diese Orashi wird die arme Kushi noch auffressen, wenn wir uns nicht beeilen. Los, weiter. Lass uns diesen Riesenwurm finden. Hä, was willst du denn hier? Ach, neues Gesicht? Ja, du musst ja ganz schön mutig sein, hierher zu kommen. Willst du Orashi eine Opfergabe bringen? Davon habe ich einige. Ach, ich brauche nichts. Jetzt bin ich mal gespannt, Freunde. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Fun Fact, hab heute auch den Boss gemacht. Der passt ja noch besser, wa? Ist das Spiel für dich blind? Ja. Oh Gott, Alter. Wo geht's denn hier hin, Mann? Wie es hier aussieht. Aber das Essen ist ja gar nicht bei ihm. Ja, beim Anblick seines Thronsaals, er wird es doch killen, wenn er was frisst. Aber der ist ja gar nichts. Emmy, sieh mal hier rüben. Das soll Orochi sein? Oh, wilder Gott der Himmel. 100 Jahre sind vergangen, seitdem du mich hier eingesperrt hast. Wie kann es sein, dass du wieder herkommst, nachdem du gestorben bist und dich in einen Stein verwandelt hast, hä? 100 Jahre in einer kalten, steinigen Gruft? Du stinkst nach Verwesung. Ich hab genug gehört. Das reicht, Großer. Er trinkt halt einfach. Okay. Die haben alle lustige Hüte auf dem Kopf. Das soll Orochi sein? Also ich habe mir das irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Jetzt ist nur die Frage, wie greift man ihn denn jetzt an? Der eine kämpft mit Wasser, der andere... Oh, okay. Ja, die haben alle verschiedene Elemente irgendwie. Was ist denn, wenn ich dem jetzt einfach hier so schlitz? Dieser Cheater! Dieser Cheater hat ein Schutzschild. Oh, hallo Shadow. Was sollen wir jetzt tun, Mann? Irgendwelche klugen Ideen, Fellknäuel? Naja. Oh Gott. Kushi.
Lauf, Kushi, lauf! Bleib sofort stehen, Elena Lindwurm! Was wird? Susanno, du bist gekommen? Wie sie spricht, ey. Ich wusste, dass du kommen würdest. Hab keine Angst, Susanno ist jetzt hier. Auch Rossi und ich haben eine Richtung zu begleiten. Alter? Oh Gott, Susanno, Mann. Lange habe ich auf deinen Ankunft gewartet, oh Nachfahre von Nagi. Nun werden wir uns diesem brennenden Verlangen hingeben, das uns beide verzehrt. Die Nachfahren von Nagi haben mich hier für 100 Jahre eingesperrt. Aber jetzt ist es diese verfluchte Blutlinie, welche meine wahre Macht entfesseln wird. Ein Pakt zwischen Nagis Nachfahre und mir, dem großen Orochi, soll mir finstere Kräfte geben, jenseits aller Vorstellungskräfte. Lass uns diesen Blutpakt für alle Ewigkeit besiegen. Was soll das, spricht dieser Lindwurm da? Ein Blutpakt mit Susanno? Wird die wahre Macht von Orochi entfesseln? Hä? Oh, ja, der Macht sucht. Deine erste Chance ist vertan. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, unseren ewigen Bund zu besiegeln. Sprich die Worte, ich wünsche Finsternis über die Welt. Sprich dieses Gebet zu mir und besiegle unseren Blutpakt. Auch du sollst finstere Kräfte jenseits aller Vorstellungskraft haben. Orochi führt Susanno in Versuchung. Ich wette, dieser verschlagene Lindwurm war's, der dem Alten die Albträume beschert hat. Jetzt sprich das Gebet. Lass die Worte ganz tief in dir heraus. Wiederhole die Worte unseres Blutpaktes, Mann. Heinosomi. Oh, ich werde gar nichts dergleichen tun. Ich bin ein Nachfahre von Nagi. Merke dir, ich bin Susanno, der größte Krieger aller Zeiten. Höre, widerwärtiger Lindwurm, der du Gewalt dieser hilflosen Frau antun willst. Deine Zeit ist vorbei. Spüre den Zorn meiner treuen Klinge. Boah, voll Schlitz, Alter. Närrische Bestie, hast du wirklich geglaubt, dass du mich täuschen könntest? Hä? Der einzige Pakt, der für mich wichtig ist, ist in meiner Blutlinie. Wenn es mein Schicksal ist, im Kampf gegen das Böse zu fallen, dann sei es so. Ich brauche keine Hilfe, weder von Göttern noch Dämonen. Die heroische Blutlinie zu Nagi ist alles, was ich benötige, um dich zu besiegen. Oh shit, der Suff. Glitzernder Goldsage? Ist das der 8 Purification-Sage, Emmy? Oh, cool. Ja, als ob da so viel Sage drin war. Sonne und Kushi haben ein Wunder vollbracht. Zeit, deine Magie einzusetzen, Emmy. Let's go! Let's go! Hier können wir ein bisschen Wasser. Ja, du aller Sack, du und schläfst. Klappt das? Nö. Dein hässliches Gesicht macht uns keine Angst, du Riesenwurm. Schnell, Emmy, der Sake. Gib den 8 Purification Sake in den offenen Mund von Orochi. Achso, sein Maul soll offen sein. Mann, hier ist auf doch mal ein bisschen. Es klappt! Herr, nimm das, du Riesenwurm! Mach weiter, Emmy! So, was ist jetzt mit euch hier? Achso, das sind einfach irgendwelche Schatten-Explosionspflanzen, mit denen ich blenden. Wie der da drüben, der will schon wieder? Ne, er will doch nicht. Ich glaube, ich muss jedem Kopf dann einen so einen Sake verpassen, oder? Ja, bitteschön.
Ich will auch warten. Dieser komische Gift-Dude. Ah, fuck, Alter. Alter, what the fuck? Ja, hier, nimm mal ein Schluckchen, warte. Nimm mal einen Schluck, mein Freund. Alter, der Lichtsonnenfeuerdrache. Ist ja ein Blitzdude. Hä? Wo ist er? Ja, yeah, der volle Fresse. Ich will auch ein bisschen saufen. Der Waterdude. Fuck, Alter, was mache ich jetzt? Achso, ich muss ihn. Hey! Gönn dir mal ein bisschen Schnaps, Mann! Hä? Die scheiß Typen hier waren im Weg. Attacke! Hier, Mann! Das ist der Letzte! Der Windtypi. Wow! Mann, nimm doch einfach das hier! Scheiße, er schreit zu krass. Und jetzt? Jetzt sind sie alle besoffen. Die muss ja noch mehr saufen. Ach, die müssen alle doppelt saufen. Guck mal, der ist fertig. Aber jetzt nicht nachlassen. Mach die anderen Köpfe auch betrunken. Ach so, ich muss alle. Ach so, ich muss alle besoffen machen. Attacke! So, erstmal direkt den Wasser wegmachen, weil der Wasser nervt richtig, Alter. Weil der ist richtig Dune. Jetzt kommt wieder der Blitztypi. Yeah! Gib mir da mehr! Na hier, bitteschön. Oh, jetzt ist er richtig besoffen, Leute. Was heißt das jetzt? Soll ich hoch? Ach, man muss die Glocke läuten. Also dann ganz schnell hoch da. Läut die Glocke! Ach, das ist eine Schwachstelle. Ganze Ding hier. Ach, krass. Warum ist denn das eine Schwachstelle? Oh, fuck. Er ist sauer! Muss ihn besoffen machen, Leute, besoffen! Hä, was? Na hier, Attacke, Mann! Schrei mich an, du Sack! Hallo, Mega OP Gamer, na? Was schreist du da drüben so? Mann. Ja, hier bitte. Ja, der freut sich auch schon auf seinen Drink. Ach krass, man muss eigentlich nur zwei Köpfe komplett besoffen machen. Ich habe es mir eben so schwer gemacht. So, und Attacke! Die Glocke ist gleich kaputt, Mann. Jetzt haben wir sie! Yeah! Ha, was heißt das jetzt? Ich kann ihn jetzt angreifen. Geil. Mann, mein Freund, hier sauft doch nochmal einen Schluck hier. Gar. Jetzt kann ich bestimmt die ganzen Körper abschlagen oder so. Der Wurm ist fertig. Sieht so aus, als hätte sich die Sperre aufgelöst. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du Orochi mit deinen Waffen und deinem Pinsel dem Rest geben. Na klar, man lass ihn schnitzen, Alter. Alter, der Wumms, ey. Boah, da, der will auch noch ein bisschen. Hier, bitteschön. Ich sagte hier, bitteschön. Hä, wa? Okay, man muss tatsächlich jeden Kopf abschlagen. Aber das passt ja. Na hier, bitteschön, Mann. Yeah. Das war so viel, Mann.
Alter, der Damage, Mann. Das ist so krass. Ja, was machst du hier mit seinem ollen Hut, ey? Was hat er für einen komischen Hut? Schlitz! Bitte gib mir was zu saufen. Na hier. Ist doch alles gut, mein Freund. Stopp! Yeah! Okay, der ist auch down. Läuft doch, Alter. Geiler Bosskampf. Oh, du hast meinen Kopf geschlagen. Ja, hier, bitteschön. Vergiss den Schmerz. Yeah, Alter. Voll weggebratzelt, Alter. Hallo, Mr. Lichtdude. Hallo. Wow. Wow. Gib mir was zu saufen. Hier, bitteschön. Alter, wie ich den Kerl richtig hier wegbashe. Attacke! Yeah, da ist er down. Blick hier im Rumpinseln. Hey, Lockheed. Nice to see ya. So, der Lichtsonnenfeuerdrache. Das ist der der Fünf-Götterdrache ist das, Leute. Ne, halt. Es ist der Acht-Götterdrache, Leute. Der Acht-Götterdrache. Gut, dass da nur Sake drin ist und kein Grog, sonst wären die jetzt auch schon wieder am Trinken. Ja, also, dann hätte ich den Drachen angekotzt, dann hätte er rumgekotzt und dann hätte, dann wäre es so eine Kettenreaktion. Ich kotze seinen Kopf an und seine Köpfe kotzen sich immer im Kreis so gegenseitig an. Bis er tot ist. Das wär's ja, Alter, das wär's ja. Ach, der Wassertyp schon wieder. Na, okay. Natürlich ist das. Wie immer die Noten kommen so. Er freut sich von. Ja, Wasser, Wasser. Mann, ja, trink mal mein Wasser. Das gute Wasser für die Seele. Attacke! Schlitz! Er hat noch zwei Köpfe, Freunde. Noch zwei Köpfe übrig. Oh, mir ist immer so schwindelig. Attacke! Schnell! Und mega schnell! Hey, Eddie, schönen guten Abend. Na? Das hat weh, Mann. Bitteschön. Vergiss den vergiss die Kopfschmerzen. Immer schön gegen Kopfschmerzen, immer mehr saufen. Das hilft schön weiter, Mann. Schlitz. Weiter geht's, Alter. Mega Schlitz. Alle 8 sind down. Die Zeit ist gekommen, Mann. Oh, geheiligter Mond der Himmel. Komm hervor und durchstoße die Finsternis. Wohne dem Untergang der Bestie durch mein treues Schwert Toenboku frei bei. Hat der Mond gesagt? Stimmt, die Legende besagt, der Mond schien, als Nagi Orochi erschlug. Ist echt so. Alter, auch ich muss den Mond malen. Der Mond! So, jetzt kann ich mal. Der Mond, Mann! Ja, da ist er! Geil, Mann. Das ist ein Holzschwert. Geil. Das ist die Klinge der Wahrheit! Und das hier in Kopf 1, Alter. Das! Schnitz! Gute! Wird! Dem! Bösen! Niemals! Unterlegen!
Oder unterliegen, unterlegen sein, unter, ne? Beende es, Emmy! Halt, Hund! Nein, Bello! Diesmal werde ich das alleine machen! Jetzt das Stärkste in den Susanoo-Stil-Kampfkünsten! Göttlicher Spalter! Wow! Liebste Kushi, genau wie du dein Leben mit dem Sagebraun verschrieben hast. So zerschwert alles, was ich kenne. Ich habe versagt. Ich habe die schreckliche Bestie auf die Welt losgelassen. Ich habe dem Bösen erlaubt, mein Urteil zu trüben. Ah ja, da hat er ihn so im Traum immer. Ja, ja, Alter, seine Füße, seine Zehennägel. Alter, was ist denn los? Wer bin ich, dass ich das Recht beanspruche, ein Schwert zu führen? Ach, es gibt für mich keinen Grund zu leben. Oh, Susanoo, warum blickst du so finster rein? Komm schon. Lache, so wie du es normalerweise machst. So wie du jetzt gerade aussiehst. Das macht die Monster nur stärker. Oh, hat sie ja recht. Komm schon, lach doch bitte. Lach, wie du es tust, wenn du mir wie jedes Jahr bei der Reisernte hilfst. Ja, also. Alter, what? Erhalten göttliches Instrument. Tsumugari. Taste eine Weile zurück. Achso. Taste eine Weile drücken für Sturmangriff mit Oroshis Schwert. Oh, geil. Alter, wie das ganze Ding da gespalten wurde von Susanoo. Und so kam es, dass 100 Jahre nach seiner ersten Niederlage der schreckliche Orochi dem Angriff Amaterasus und Susanoos unterlag. Als der faulige Atem den verfluchten Körper von Orochi verlassen hatte, war der Fluch aufgehoben. Und ein mächtiges Schwert, bekannt als Tsumugari, erschien. Es war die Wiedergeburt von Tsukuyomi, welches von Orochi verschlungen gewesen war. Mit dieser neuen Klinge ausgestattet, bereitete sich Amaterasu auf neue Abenteuer vor. In diesem Moment verließ eine mysteriöse Kraft den Leichnam von Orochi, teilte sich und flog in alle Himmelsrichtungen davon. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, was das für eine Kraft war. Die Wahrheit war, dass nun die wahre Katastrophe über die Welt hereinbrach. Aber für den Moment genoss Kamiki eine neue Ära des Friedens. Unsere Geschichte jedoch ist noch lange nicht zu Ende. Eigentlich hat sie gerade erst begonnen. Der Spaß hat gerade erst angefangen, Mann. Los, Emmy. Ich meine, wir können doch so großartiges Abenteuer nicht einfach so beenden lassen, ne? Und jetzt hast du ein berühmtes Siegesgeheuer erscheinen, Mann. Also da habe ich ja trotzdem gut abgesahnt. Schön Cash und gespaltene Zunge. Besiege Orochi. Ja! Endlich ist die Zeit gekommen, die unzertrennbaren Bande zwischen Himmel und Erde. Waka, die Situation ist sehr dringend geworden. Du musst sofort zur Stadt zurückkommen. Alright. Amaterasu, du magst Orochi für diesmal besiegt haben. Aber glaube nicht, dass es nächstes Mal wieder so einfach wird.
Hä? Ist er jetzt gut oder böse, Mann? Wer ist denn jetzt eigentlich Waka? Ist er jetzt... Der ist doch böse, oder? Ach, ich hab keine Ahnung. Ey, guck dir diesen sternklaren Himmel an. Ich weiß, dass sie irgendwo da oben sind. Meine pelzigen Freunde, meine pelzigen Freundin. Diese Konstellationen der Pinselgötter. Warten nur darauf, gefunden zu werden. Ja, ich bin gespannt, was es noch für welche gibt, Alter. Aber erstmal hier Festival. Wow, das muss ein Knaller von Tama sein. Ich frage mich, ob die Dorfbewohner bereits wissen, dass Orochi tot ist. Ja, ich weiß, das muss das Fest sein. Sie haben gerade mit dem jährlichen Kamiki-Festival angefangen. Ach genau, Zeit zum Feiern, Fellknäuel. Zurück ins Dorf, schnell. Na, let's go. Ab zum Dorf Kamiki. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Na, aber hallo. Mondhöhle. Ach, das war aber ein cooler Bosskampf. Das war ein sehr cooler Bosskampf. Entschuldigung. Hi Kitsunabaka. Ach und hi Pingu, ich hab dir gar nicht hallo gesagt. Hi Pingu, schön, dass du da auch da bist. Und schön, dass du da bist, Kitsunabaka. Ich fühle es, ich spüre es. Das alte Monster verschwindet mit seinem letzten Schrei. Dieser Mann Susanoo hat eine unbändige und mächtige Kraft in sich. Hä? Ich spüre eine neue Kraft des Susanoo. Könnte es vielleicht Liebe sein? Weil es Liebe ist, ja. Oh Gott, Liebe. Ach, ich muss ja wieder. Hä, das ist ja wirklich hallo. And Lockheed, thanks for your cheering. Thanks for your for cheering the moment. So, was ist denn jetzt los? Alle feiern, alle saufen hier oder was? Was ist das denn? Alter, die kippen sich ja alle hin. Oh, geht schon wieder. Ah nee, das ist ja der Bombus. Oh. Ja, geht's dir gut, Wolf. Danke dir, das Geschäft ist richtig gut. Ich genieße einen kleinen Festtrunk. Ja, wenn ich so den Mond betrachte, dann habe ich an Kaguya. Weißt du irgendwas von ihr, Wölflein? Weißt du irgendwas über Kaguya? Nee, woher denn? Das habe ich auch nicht gedacht. Ich wäre ganz schön überrascht gewesen, wenn du was gewusst hättest. I hope your day is going well. The day was very nice. I had a great day. But in the evening I just slept away. And this was a big problem because it's the reason why the stream started around 2 hours later than I prepared it. And this was my problem. But still the day was good. Or the day was good still? Ich wieso nicht. I'm not that good in grammar, in English grammar. Sorry. So, was ist jetzt hier, hä? Namenloser. Hey Freund, wo bist du gewesen? Mann, hast du von Sonne und dem Monster gehört? Schon komisch, eigentlich hat er immer versucht, Ärger zu vermeiden. Und plötzlich, ja, trinken wir einfach wieder Bullenkrieger, ja! Das ist der Bärenmann. Das ist ja ganz schön, das Wolf, ja? Hast du gerade ein paar Monster gebasht, ja? Ja, ja, weißt du, das Fest ist eine Gelegenheit mit unseren heiligen Baum Konohana. Konoha Gakune, zu Ehren. Ja, vielleicht sind die Götter zufrieden mit uns und haben dir ihre Stärke verliehen. Als würde ich English Grammar ist frei. You do very well. Thank you. Thank you very much. English on top. Blech immer gut. Hey, Turtok, lange nicht gesehen. Alles cool? Cindy ist ja auch da. Hi, Cindy. Guten Abend. Schön, dass auch du einschaltest. Ach, schön. Und der Minno. Nee, Minno ist noch nicht da. Minni ist aber nicht Minno. So, wo sind die ganzen Leute hier? Da sind die Hunde. Spielen die kleinen Jungs mit ihren Hunden. Ätsche, Bätsche, du kannst mich nicht fangen. Mushi ist wieder ganz aufgekratzt wegen dem Rekord im Löchergraben. Sogar Ume kann sich im Löchergraben nicht mit Hayabusa messen. Nun, ich schätze, ich muss mich meinen eigenen Herausforderungen stellen. Der Typ, ey. Was mit dir, Mushi? Ey, es ist der neue König im Löchergraben, Schneeflocke. Hayabusa wird für immer mein bester Freund sein. Schließlich hat er mir das Leben gerettet. Wir werden Rettiche ausgraben wie niemals zuvor. Ich wusste, dass du es warst, der die fürchterlichen Orochi besiegt hat. Das war eine ganz schöne Heldentat. Ah, komm schon. Wir hatten auch eine Menge Hilfe von Susanoo, weißt du? Du hast Orochi besiegt und er ist aufgerettet. Tut mir leid, dass ich durch eine Öffentlichung gebunden war und nicht helfen konnte. Ist schon in Ordnung, Hayabusa. Ach, entspann dich. Ein Hund muss nun mal tun, was ein Hund tun muss, ne? Alter, der Blitzking 117 Shadow ist da. Ach, und Arne auch? Ist Arne auch da? Hey Arne, hä, wo ist denn Arne?
Erstmal heißt Schulle, aber Arne sehe ich hier gerade irgendwo. Egal. Blub. So, Leute, wo sind denn hier noch? Hocken die alle in den Häusern beim Festival hier? Oder sind die. Die sind bestimmt auf dem Festplatz, ne? Aber ich trotzdem sicher mal in die Häuser. Das kann ja nicht schaden. Das kann ja nicht schaden. Ja, aber gut, guck mal, in den Häusern ist nicht. Die werden alle bei diesem komischen Podest da oben, da werden die hocken und feiern. Ich werde mein neues Schwert ausrüsten, dass ich das ja nicht vergesse. Müssen wir uns mal angucken. Als Hauptwaffe. Als Nebenwaffe nehmen wir dann bitte. Dann können wir wieder coole Dinger hier abschießen. Es sieht schon geil aus, das Schwert, muss man ja sagen. Das neue Schwert, die Inkarnation von Tsukuyomi. Die werden bestimmt alle hier oben sein. Es wäre komisch, wenn nicht. Naja, zumindest ein paar. Er dann ist wieder. Oh, wie wunderbar! Ein wahrhafter freundlicher Anlass! Susanoo besiegte Orochi und errettete Kushi. Es war, als ob die Legende aus der alten Zeit direkt vor unseren Augen erschien. Hätte gefürchtet, Susanoo würde seiner elfenhaften Abstammung Schande machen. Aber als ich sah, wie er in seiner Rüstung aus der Tür rannte, um Kushi zu retten, da war das glänzende Abbild des großen Nagi. Wie sah der auch so hässlich aus? Ha, wie froh ich war, ihn so zu sehen! Natürlich habe ich Nagi nie selber in Fleisch und Blut kennengelernt, aber sag, wo ist das dann eigentlich hin? Ich wollte für Konohana tanzen, anstatt wie üblich den 8 Purification-Sacker zu opfern. Jedenfalls ist es alles seine Schuld. Er hat den Sacker gleich verschwendet. Na, brauchen wir dafür zu. Ey, wir brauchten diesen Sacker doch für Orochi. Mann, ey. Warum, Schlimmer? Willst du vielleicht auch tanzen? Ja. Wie er läuft, mal wie der Typ läuft. Guck euch das an, wie er da so. Oh, was willst du mal jetzt hier? Das Design von deinem Channel mega gut, wollte ich immer gesagt haben. Und Dankeschön. Aber, also das Titelbild oben mit dem Banner mit dem Schwert drin so und Blackie Life, das ist von Lina Flair gezeichnet. Und der Rest vom wunderschönen Design ist tatsächlich. Das ist leider gar nichts von mir. Ist alles von Minotaurus, von unserem lieben Mini hier. Die hat das alles in ihrer Kreativität so hinbekommen. Ich weiß ja nicht, Mini, habe ich irgendwas dazu beigetragen zu dem Design vom Channel? Nee, oder? Oder doch? Du musst das wissen. Aber ich glaube, es ist alles von dir, ne? Ach Mensch, aber ja. Dankeschön auf jeden Fall fürs Lob, Kizuna. Die Mini hat es sicherlich gelesen. Die ist ja hier auch gerade aktiv. Ne, Mini? Ich bin so froh, dass der Tanz meines Mannes dieses Jahr wieder so großartig war. Jetzt kann der Geist von Konoha und auch Heiligen Baum zusammen mit dem Geist von Orochi in Frieden ruhen. Ich weiß, wo Susanoo ist. Susanoo ist am Baum. Na klar. Muschis mal. Feuerwerk! Oh shit. Oh schön! Da ist so ein Face und noch so ein Face. Ach, das war eine Möhre. Oder ein Rettich. Das ist ein großartiges Feuerwerk, wirklich großartig. Oh, das ist ja aus hübsch als hier was zuvor. Also der Marcel, der Dragon Link, der hat was dazu beigetragen. Und ich habe mir das Design ausgesucht, ja. Aber auch die Struktur an sich finde ich heftig. Ich habe nie so gut gesehen. Habe ich nie so gut gesehen. Aber bin noch nie so viel auf Twitch. Also tatsächlich, die Aufteilung, die habe ich mir ausgesucht. Die Aufteilung und alles habe ich dann so zusammengepackt. Es ist tatsächlich ein bisschen schwerer auf Twitch, diese Panels alle so anzuordnen, wie man es möchte. Da man. Also die verschieben sich ja immer ganz komisch willkürlich. Und ich musste ganz viele, ich nenne es mal Zwischenpanels machen, um die alle so anzuordnen, wie sie da sind. Das war ganz komisch, das irgendwie hinzubekommen. Aber es hat geklappt. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Aufbau und natürlich auch mit dem Design. Hier ist der Feuerwerksdude und da hinten, da ist doch. Ne, da sind die Bing Girls, die kennen wir doch auch schon. Ja, hast du das Fest gerochen und dachtest dir, kommst du vorbei, wa? Nun, was denkst du? Gefällt dir mein neues Kunstwerk? Ja, aber nichts ist besser, als das aus der Nähe zu betrachten. Aber auch nicht von zu nah. Macht dir was Überwältigendes gefasst. Hier, bitteschön. Die am hellsten leuchtende Konstellation am Himmel. Das ist sagen wir ein Doppelspektakel. Das Doppelspektakel, Leute. Badum. Wow. Alter, der Hund.
Und Issun auch schön. Und Susanoo. Oh, ist aber hübsch. Ja, bin ja beeindruckt, ne? Alter, Emmy, Issun und Typi. Alter, die Bubi-Frau. Na, große Mutter Amaterasu Okami. Hä? So nennen sie mir Okami? Ist das der Nachname? Mich erfüllt unbändige Freude über deine sichere Rückkehr. Schon als sei das letzte Kapitel über Roshi geschrieben worden. Das ganze Dorf steht tief in deiner Schuld. Bitte akzeptiere ihre... Alter, diese Boobs, ey. Ganz komisch so. Bitte akzeptiere ihren Dank. Jetzt dazu noch dieser wunderbare Abend. Sogar ich fühle mich ein wenig beschwipst vom Geist des Festes. Ach so, ja. Können wir hier jetzt rein? Na klar. Rülps, Entschuldigung. Oh, wie schön. Ich hätte mich gefreut, wenn jetzt hier in dieser Welt irgendwie alle Sternzeichen so wären, die man schon freigeschaltet hätte. Das wäre jetzt krass. Wenn die hier alle leuchten würden. Hier kann man speichern, das will ich aber nicht. Wir konnten eine ganze Weile nicht mehr hierher. Also garantiert sind die anderen beiden hier. Ja, da oben, da gab es ja nur Sternzeichen. Ich muss hier lang. Oh Gott, ey. Oh, Pops und alle, die am Design gearbeitet haben. Ja, allgemein, Kizuna, die, wenn du auf den Chat klickst und die Emotes anmachst, dann kannst du ja der Vorschau von den ganzen Emotes sehen, die du hier haben würdest. Und auch fast alle Emotes sind von Mini halt gezeichnet und viele sind auch von Mini designt und von Marcel natürlich. Marcel hat auch mit der, muss man ja sagen, doch. Marcel hat ganz viel Senf dazugegeben. Und nur dadurch sind die ganzen Emotes so geil geworden. Und, also ich habe ja gar nicht, wirklich gar nicht so viel damit zu tun gehabt. Weil vieles ist dann so im Hintergrund entstanden. Aber manches ist auch durch mich dann so entstanden. Hey. So, aber Leute, guckt euch das an. Susanoo und Kushi, so ganz verlegen, stehen sie da. Vor Nagis Statue. Auch irgendwie voll schön. Ah, du bist ja schon wieder. Ich sehe, du hast mich schon wieder aufgespürt, du kleiner Köder. Nun, ich schätze, ich sollte dir danken. Ich mag der beste Schrecke von allen Seiten sein und ein Nachfahre Nagis, aber diese große Tat wäre nicht ohne einen Anhänger möglich gewesen. Dann bist du sein Anhänger geworden. Ich preise deinen Mut, lass uns Waffenbrüder sein. Waffenbrüder? Ist so schamhaft, lass uns vor Nagis Statue beten. Nun sind wir unzertrennliche Waffenbrüder. Ja, das war ein vielversprechender Tag, nicht wahr, Bruder? Sonne uns ein treuer Hundebruder. Ey, Alter, das hier ist ein Wolf und kein Hund. Und dieser hat auch sogar einen Namen, es ist Amaterasu. Oh, kümmere dich gut um meinen Bruder, kleiner Laus. Mein gutes Hündchen mag ein seltsames Gesicht haben. Aber man darf halt nicht vergessen, dass wir es hier mit einer hochverehrten Gottheit zu tun haben. Seltsames Gesicht, das würde ich ja verstehen, wenn er die Maske noch auf hätte, so, ne? Was hast du gerade gesagt? Er checkt, dass ich ein Gott bin, oder was? Keine grundsätzliche Sorgen, ich bewahre den Frieden hier im Dorf, Kamiki. Sieh da, Toren Boku. Ich benenne es um zu Susanoo-Blüte. Mit dieser Geisterklinge werde ich das Böse zerstören, wo auch immer es sein mag. Bitte, du hättest auch gerne so ein Ding, ha? Ja, ja, du hast ja nur die göttlichen Instrumente, irgendwie schon. Also, konntest du Emmys wahre Form von Anfang an sehen? Hey, du schon wieder? Kannst du gar nichts ohne mich machen? Hört ihr beiden? Ich bin, gerade bei dieser wichtigen Sache mit Kushi. Verstehst du den Wink? Ja, jetzt hab. Naja, die wichtige Sache mit Kushi. Ah, du bist es, Schneeflocke. Und auch Issun. Wie mutig ihr beiden wart. Alle Leute hier im Dorf sind euch so dankbar. Wir können euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr uns den Frieden wiedergebracht habt. Oh, komm schon, Süßer. Jeder erfüllt seinen Teil in gefährlichen Zeiten wie diesen. Es gibt keinen Grund für uns, uns überall feiern zu lassen.
Nun gut, Wissen, ich danke dir. Nun sag mir, Schneeflocke, bist du wirklich nur ein gewöhnlicher Wolf? Das zerbrochene Wasserrad war plötzlich wieder ganz und Wasserfluss in das Fass. Es sind so viele seltsame Sachen passiert, seitdem du herkamst. Und du weißt auch eindeutig, wie man einen guten Kampf liefert. Kampf? Welcher Kampf? Ach, du meinst die kleine Rauferei mit Orochi? Vielleicht bist du so ein Art Gott, der kam, um für Frieden... um für Frieden zu sorgen und uns alle zu schützen. Aber ich weiß, du würdest nicht wollen, dass die Leute viel aufheben darum machen. Deshalb habe ich darauf geachtet, niemandem zu viel über dich zu erzählen. Du kannst dich hier in unserem Dorf jederzeit erholen kommen, Schneeflocke. Hast du bereits genug von dem Fest gesehen? Murmel. Mensch, Emmy, du raffst es nicht, oder? Ich glaube, die wollen alleine sein. Zwinker. Naja. Hast du bereits genug gesehen? Murmel. Mann, Emmy, jetzt hau doch endlich ab. Na, aber ich wollte ein bisschen mit euch. Komm, bitte. Ja, noch ein bisschen hier so. Ja. Und du auch hier nochmal. immer an ihrem Booty. Was machst du da? Ich wollte nur schon mal Vorarbeit leisten für Susanoo. Hey, auf damit, ich bin hier gerade bei einer wichtigen Sache. Aua! Oh, er hat mich hier... Er hat mich geschlagen! Er hat mich einfach geschlagen! Er hat mich einfach geschlagen, Leute. Ja gut, dann lassen wir die zwei mal alleine. Lassen wir sie doch einmal einfach alleine. Alter Nils! Hä, warten! Hallo Thomas, Namen. Das kommt davon, wenn man nicht hören will. Hat er mir einfach geschlagen. Vorarbeit leisten. Na, schon mal irgendwie ihren Rock zerbäschen. Oder ihren Rock, ihren Kimono zerbäschen. Das ist der Susanoo da gleich, ne? Ja, ja. Dass er ihr gleich an den Po fassen kann. Hat Blackie das gesagt? Nein. Leute, ihr habt es ja gar nicht alle mitbekommen. Soll ich nochmal meine coolen Spiele zeigen, die ich mir heute geholt habe? Mediamarkt hat ja bis Samstag noch eine Aktion. Kaufe 5 Spiele, zahle nur 3. Aus dem gesamten Videospielsortiment. Wollt ihr sehen, welche 5 Spiele ich mir gegönnt habe? Hä? Wenn nicht, verstehe ich das auch. An den Po fassen? Dann wunderst du dich, dass du geschlagen wirst. Na, ich wollte doch nicht an den Po fassen. Susanoo wollte das und das wusste ich. Ich wollte ihm nur helfen. Ach und Dankeschön fürs Auto-Hosting, lieber Marcel. Dankeschön. Zeig her, mein Guter. Ja, da zeigen wir gleich. Die coolen Spiele. Dann zeig es raus. Oh, Rülps, Entschuldigung. Ja, dann zeig euch die doch schnell, Leute. Ja, dauert ja nicht lange. So, Freunde, pass auf. Pass auf, Leute. Oh, Marcel, voll gemein. Ich wollte gerade richtig voller Freude alle zeigen. Oh. Danke, Marcel. Voll fies. Wozu bin ich jetzt aufgestanden? Nein, aber... Also erstmal, Fakt war, ich wollte diese beiden Spiele hier. Ne, Ni no Kuni 2 und Far Cry 5. Die will ich auch beide streamen. Und ich weiß noch nicht, welches davon, aber eins davon soll jetzt vielleicht diese Woche doch noch irgendwie spontan online gehen. Ich weiß aber noch nicht was, ja. Ich weiß noch nicht was. Aber ist kein Problem. Also auf jeden Fall will ich die beide streamen, vielleicht eher Far Cry, mal gucken. Aber die beide sollen es auf jeden Fall sein. Dann wurde es schwer. Ja, dann wurde es schwer. Da habe ich gedacht, ja, habe ich rumgeguckt. Da waren tatsächlich viele Spiele. Far Cry habe ich übrigens für die PS4 genommen. Weil auf Xbox hat es irgendwie 62 Euro gekostet und auf der PS4 nur 55. Ja, und dann habe ich mir das genommen. Es war tatsächlich trotzdem mit drin bei diesen 3 Spielen, die ich bezahlen musste, weil sie die teuersten waren. Ja, und dann, da bin ich jetzt schon eine ganze Weile drauf scharf. Ja,
ich weiß, der Marcel, der hat jetzt schon alles gespoilert, aber darauf war ich schon eine ganze Weile scharf. Shadow of the Colossus soll ja mega gut sein. Was ich gehört habe, natürlich ist das Remake musikalisch und optisch und alles viel, viel schöner als das Original. Und es sieht auch gut aus und soll auch mega geil sein. Das Spiel ist gerade, ich habe mich gerade gewundert, warum es so leer ist, aber das Spiel ist noch in der PS4. Ich habe nämlich alle drei Spiele schon installiert heute. Schon mal vorinstalliert, dass man vorbereitet ist, ja. Ich habe gehört, dass trotz der schönen Atmosphäre und der emotionalen Musik, es soll sehr emotionale und mitreißende Musik sein, aber beim Reisen und die Zeit zwischen den Kämpfen gegen diese Riesen, da soll zwischendurch halt wirklich nicht so viel los sein. Und es soll eher, die Welt soll eher leer sein. Aber dazu kann ich nichts sagen. Also ich kenne es halt gar nicht. Früher, weiß ich noch, wenn Game One im Fernsehen kam und die das so angeteasert haben, dann fand ich es cool und wollte es gerne spielen, aber naja. Ne? Und dann, da wusste ich nicht, Sword Art Online Fatal Bullet, ne? Genau, so heißt es. Fatal Bullet oder Fatal Bullet. Ich habe dann echt rumgeguckt. Nachdem ich diese drei Spiele gewählt hatte, habe ich geguckt, was nimmst du? Ja, Digimon, hier Hacker, Digimon Story, Hacker's Memory oder wie es heißt, war noch in der Auswahl. Oder irgend so ein Japano-Game, so ein Anime-Game, wo irgendwie drei Games drin waren, so ein mega Bundle. Ich habe die Jack and Dexter Trilogie oder HD Collection oder wie auch immer, habe ich gesucht, hatten wir aber nicht da. Es gibt ja von diesen PS2-Spielen von Jack and Dexter, da gibt es ja 4 Spiele, die als HD-Collection rauskamen. Die gab es ja nicht, sonst hätte ich das auf jeden Fall genommen. Dann habe ich mich hierfür entschieden. Da wusste ich nicht, nimmst du jetzt Xbox oder PS4-Version, waren beide gleich teuer. Dann dachte ich mir, ja komm, das hat sogar einen Online-Modus und dann nehme ich mir die Xbox-Version, weil Xbox-Goldmitgliedschaft für Online-Zocken habe ich immer aktiv. Ich kenne von dem Spiel fast gar nichts, nur die Screenshots auf dem aus dem Xbox-Store haben mir sehr gefallen. Und ich habe so ein Video geguckt bei Hyuga war das. Habe ich das erste Video einfach geguckt, einfach nur um zu wissen, wie das Spiel so aussieht. Ne? Habe mir dann auch heute schon meinen Charakter erstellt einfach mal und mehr noch gar nicht. Ich habe noch nicht mal irgendwie reingeguckt ins Spiel, was da ist. Weil vielleicht zocken wir das auch im Stream. Müsst ihr mal sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Und dann, Leute, dann hatte ich 4 Spiele. Ich wusste nicht, was ich nehme. Nimmst du Digimon, nimmst du irgendwas? Hab überall geguckt, hab auch bei den Switch-Spielen geguckt, weil Switch-Spiele würden ja auch gehen. Aber naja, es hat halt nichts gebracht. Ne? Es hat halt nichts gebracht. Dann ist halt die Sache, ich habe im letzten Moment, dann wollte ich schon Kingdom Come, heißt das so? Nee, wir sind noch nicht durch. Ich quatsch gerade nur über die Spiele, die ich mir holte. Ein bisschen Real Talk. Es tut mir leid, dass wir das jetzt mitten im Spiel machen, aber ich hatte auch irgendwie so Bock, meine Freude über die Spiele auszudrücken. Hi Jenny übrigens. Jetzt mal Real Talk, ja. Ich wollte dann schon dieses Kingdom Come holen. Geil, Mann. Pingu, du bist so nett. Pingu, du bist so lieb. Dankeschön. Das ist ja jetzt ein drittes. Ja. Krass, Mann. Pingu, vielen lieben Dank fürs Schenken einer Subscription an den Daniel. Vor allem ist es Daniels dritte in Folge. Mega krass. Mega lieb von dir. Dankeschön, Pingu. Danke für die Unterstützung. Und dir natürlich, Daniel, ganz, ganz viel Spaß mit den Sub-Vorteilen und mit den coolen Emotes natürlich. Und weiterhin hier schön in der Community, die du jeden Abend mit deiner Anwesenheit bereicherst. Nehmt pass auf, Leute. Ich habe geguckt, ich habe gesucht. Ich hätte fast Kingdom Come genommen, weil es ist ja sehr. Es hieß doch so, oder? Dieses Mittelalter-Spiel, was jetzt richtig neu. Drittes Jahr. Ich meine, dritter Monat, Leute. Dieses Mittelalter-Spiel, was mega realistisch ist, wo das Kämpfen so krass ist. Ich hätte es fast genommen. Hab dann aber das gesehen: Rocksmith, ja? Und da ist das Krasse. Das kam 2014 raus. Das ist auch die All-New. 2014 Edition, ja, all new. Und seit 2014, das war sofort mehr oder weniger ausverkauft und man hat bei Ubisoft nicht mehr dieses Kabel bekommen. Man braucht ein Realtone-Kabel, was von USB zu Klink-Anschluss geht, dass es in eine E-Gitarre oder in einen E-Bass passt. Und es gab keine Version mehr mit Kabel. Und immer wieder über die Jahre weg, über die letzten 3-4 Jahre weg, habe ich immer wieder mal geguckt, hab's nie gefunden. Und dann habe ich das bei uns im Mediamarkt gesehen, bei uns im Mediamarkt. Einmal war es da. Und dann habe ich so, dann stand da gerade der Abteilungsverantwortliche von uns, stand da gerade an dem Regal. Und ich so, was, seit wann haben wir das? Und dann hat er so gesagt, er hat es halt echt so als Mediamarkt von Ubisoft bestellt, als Kundenwunsch. Hat es für einen Kunden bestellt. Aber es gab übelst Probleme bei der Lieferung,
weil das Spiel, man kam halt nicht mehr ran. Es gab übelst Probleme, es hat extrem lange gedauert, ehe es ankam. Dann hat sich der Kunde einfach nicht gemeldet, dann hat er das im Sortiment gepackt. Spiel plus Gitarre, Spiel plus Kabel. Dann dachte ich mir, nimmst du das? Das wollte ich immer mal haben. Hab's auch heute direkt einmal kurz angezockt. Man muss tatsächlich vor fast jedem Lied die Gitarre neu stimmen. Das finde ich ein bisschen doof. Weil jedes Lied wieder anders gespielt. Und dann muss man zum Beispiel für viele Metal-Songs muss man ja auf Drop D runterstimmen, so heißt es ja. Und allgemein ist meine Gitarre, meine E-Gitarre, die wurde schon seit Jahren gar nicht mehr benutzt, gar nicht angefasst und ist halt schon sehr alt. Und bei der ist es halt so, nach zweimal Saiten anschlagen sind die sofort wieder ein bisschen verstimmt. Das ist das Problem, das einzige Problem, was ich hier habe bei dem Spiel. Ansonsten, es hat viel Spaß gemacht und das werden wir bestimmt anstelle von Rock Band auch mal an Abenden dann so zocken. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, und das waren so die 5 Spiele, ja. Also Ni No Kuni 2, Far Cry 5, Shadow of the Colossus, Sword Art Online Fatal Bullet und Rocksmith All New Edition, ja. Und sorry, dass ich das jetzt so bei Okami gemacht habe, aber ich wollte einfach noch mal meine Freude darüber ausdrücken. Ich wurde auch gerade gefragt, da kriegst du doch nicht so Rabatt. Als Mitarbeiter bei Mediamarkt kriegt man natürlich Rabatt, aber nicht bei so besonderen Aktionen. Also das ist eine Aktion, diese 5 Spiele müssen in der Kasse eingescannt sein und dann rechnet sich die Kasse durch, welche drei teuersten davon dann übrig sind fürs Bezahlen. Und bei solchen Aktionen, da darf man keinen Personalrabatt geben. Beziehungsweise Amazon-Preise. Habe ich auch gefragt, ob das... Ich habe tatsächlich nachgefragt, ja, kann ich da einen Personalkauf machen mit? Nö. Hat sie mir halt erklärt, Aktionen und Rabatt-Events und sowas. Weiß ich ja Bescheid. Ich wusste ja eigentlich, dass es nicht geht. Aber ich wollte einfach nochmal nachfragen. Und ich habe dann auch gefragt, ja, wie sieht es aus mit Preisanpassungen über Amazon oder so? Weil irgendein Spiel war bei Amazon hoch wieder 5 Euro günstiger und ein zweites Spiel war irgendwie bei 10 Euro günstiger bei Amazon. Und dann habe ich halt einfach auch da gefragt, natürlich, aber auch sowas. Man nimmt halt dann entweder diesen Eventpreis. Ich hätte natürlich die Spiele auf Amazon-Preis anpassen können, hätte dann aber alle 5 einzeln zahlen müssen oder ich lasse halt sozusagen diese Aktion durchlaufen. Ne, deswegen, also bei solchen Events, da habe ich halt keine Vorteile als Mitarbeiter. Aber ist ja egal, ich habe halt trotzdem denn letztendlich 150 Euro für 5 geile Spiele gezahlt, weil ich halt auch noch Gutscheine angesammelt vom Geburtstag, da gab es noch einen Gutschein und dann gab es auch noch Gutscheine. Ich hatte noch 25 Euro in Gutscheinform. Mega cool. Ja, habe ich übelst abgecashed heute. So, und was hatte ich von Attack on Titan 1 und 2? Ich habe tatsächlich auch Attack on Titan, den neueren Teil, heute ganz lange in der Hand gehalten und überlegt, ob ich den nehmen soll. Weil den Anime habe ich nie gesehen, weiß aber, wie sehr populär er ist und wie sehr gut er ist. Das weiß ich. Oder wie sehr gut er sein soll. Und auch die Spiele sollen ja sehr gute Anime-Umsetzungen sein. So, sorry jetzt, dass wir die ganze Zeit nur gequatscht haben. Es tut mir leid, aber manchmal muss auch ein bisschen Talking sein, ne? Modern Talking, ihr kennt es. Jedenfalls. Ach ja, hier ist ja der Typ, ich dachte gerade so, höre. Nee, und ich habe eine Weile das Attack on Titan in der Hand gehalten und mir angeschaut und habe auch überlegt, ob ich das vielleicht dazu nehmen soll. Aber dann habe ich mich halt echt als letztes Spiel für Kingdom Come entschieden und genau dann habe ich Rocksmith gesehen. Ich bin sehr froh, dass ich Rocksmith gesehen habe. Vorhin kam die Frage, ob es die Aktion überhaupt. Also normalerweise sind solche Aktionen immer komplett deutschlandweit bei allen Mediamärkten. Das sollte auch bei euren Mediamärkten des Vertrauens sein. Ich habe halt heute nur gehört, jo, das läuft doch jetzt noch bis Samstag. Bis Samstag haben wir noch Zeit damit. Und mehr weiß ich halt nicht. Attack on Titan 2 sieht mega gut aus. Ja, dann vielleicht holen wir uns das ja mal irgendwann, Leute, und zocken das. Also ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Aber wir haben jetzt so viel zu spielen. Ja, Secret of Mana muss noch durch sein. Und Far Cry 5 will ich halt anfangen. Und ich will halt auch sehr gerne Ni No Kuni anfangen, weil es beides sehr, sehr geile Spiele sein sollen. Und dann müssen wir mal gucken. Was meint ihr, Leute? Far Cry 5 und Ni No Kuni im Stream zocken? Habt ihr da irgendwie Bock drauf? Sagt mal an, Leute. Gibt's so eine Aktion nicht öfters? Es gibt häufiger mal aus ausgewählten Spielen kaufe 3, zahle 2. Sowas gibt's häufiger. Oder kaufe 4, zahle 2. Aber das ist dann immer eine ausgewählte... Das ist immer ein ausgewähltes Sortiment. Und bei dieser aktuellen Aktion ist es halt wirklich, kaufe aus dem gesamten Videospielsortiment. Ich habe auch gefragt, ob man zum Beispiel sowas wie die Zubehör nehmen kann, Xbox-Controller oder so. Haben sie halt nee gesagt. Nee, es sind wirklich einzig und allein Videospiele. Aber natürlich auch PC-Spiele. Wirklich jede Konsole, jeder Stream und so weiter. Kann man alles nehmen. 5 Spiele müssen es aber nur sein, ne?
So, Kingdom Come Deliverance habe ich für PC gespielt. Ist durchaus sehr gut, aber ist noch sehr verbuggt. Ich kann mir vorstellen, dass Konsolenversionen noch etwas buggier sind. Weil das wurde halt bei mir auch schon angepriesen, ne? Sag mal, wo muss ich eigentlich hin? Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Was glaubst du, wenn du gehst, jetzt an der Zeit zu feiern? Und meine ich das? Ja, aber... Ich habe mit allen gesprochen. Wie feiere ich denn? Kann ich mir auch Sakerin kippen oder was? Bei Far Cry 5 kann man noch Koop spielen, deswegen mag ich es. Ja genau, steht auch hinten drauf, genau, dass man das im Multiplayer zocken kann. Hi André und danke fürs Hosten. Aber Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass es insgesamt jetzt für euch in Ordnung war, dass ich das so kurz angesprochen habe. Ich wollte euch mal meine Freude mitteilen. Ganz ehrlich, wo sind denn die ganzen... Also, wo soll ich denn hin? Ich war jetzt mit Susanne und Kushi sprechen. Ich war beim Alten. Ich habe Feuerwerk angeguckt. Ich weiß echt nicht. Hier ist auch nichts. Hallo Lord Kai, guten Abend. Hab mich nur gewundert, weil ich gerade reinkam. Leute, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Kann mir jemand helfen? Hoho! Hey, wo bist du denn aktuell? Das Kamiki Festival. Ich habe jetzt mit allen gesprochen. War auch bei Kushi und Susano. Aber weiß nicht, wo ich hin muss. Mini Danger, versuch mal es dort zu verlassen. Das habe ich ja gerade. Ich versuche mal nochmal. Bleibt sofort stehen! Klingt beim Wort fest irgendwelche... Ist es jetzt echt, dass er hier weiter feiern will und ich muss einfach gehen? Klingen da beim Wort fest irgendwelche Glocken? Jetzt ist es an der Zeit zu feiern. Lass uns einfach Spaß haben. Was ist los? Hummel in der Hose? Achso, du hast ja gar keine Hose. Wie auch immer. Was ist denn los? Warum willst du schon gehen? Jetzt ist an der Zeit zu feiern. Das so verlassen? Ah! Na gut, wie du willst. Das Fest ist ja nur einmal im Jahr. Aber wenn du gehen willst, dann geh. Warum hast du schon mal so eilig? Dir ist klar, dass du noch nicht alle Pinselfähigkeiten wieder hast, oder? Bis jetzt hast du neun gefunden. Lass mal sehen. Wir haben Restauration, Kraftstreich und Sonnenaufgang. Dann haben wir dann noch die drei Teile der Technik der Götter, der Flora. Weißt schon, ja, Blühen, Seerose und Rebe. Welcher als einer zählen? Dann gibt es ja da noch Kirschbombe, Wasserstrahl, Mondschein, Sturmwind und Inferno. Ich frage mich, wo die anderen vier Pinselgötter wohl stecken. Die verbleibenden vier Pinseltechniken sind am schwersten zu finden. Wir haben das ganze Land abgesucht. Jetzt, wo wir uns um Orochi und das alles gekümmert haben, ist vielleicht in der Zeit, die Hauptstadt zu besuchen? Wenn dort mehr Menschen sind, dann könnte es sein, dann könnte es auch mehr Götter dort. Die Hauptstadt? Die Hauptstadt? Geil. Oh, ab zur Hauptstadt, Leute. Da bin ich mal gespannt. Wo ist denn das? Da waren wir da. Die Bubi-Göttin und Booty-Göttin, die, ne? Amaterasu. Du hast nur deine Pflicht erfüllt und willst jetzt schon gehen? Mein Herz schmerzt bei dem Gedanken daran, dass wir getrennt sein werden. Sakuya, du hättest doch nicht den Wendenweg herkommen müssen, nur um auf Wiedersehen zu sagen. Junge, du bist ja ganz schön verspannt für deinen Baumgeist. Aber in dem Moment, als Orochi verschied, sah ich ganz deutlich einen wirbelnden schwarzen Nebel. In meiner Verwirrung spürte ich ein anderes Böse als das von Orochi. Ich bin mir nicht sicher, was gewesen ist, aber da ist noch was anderes am Werk. Shinshu ist wiederhergestellt worden. Darüber gibt es keinen Zweifel. Aber die gefolterte Natur schreit auf in ihren Teilen, in anderen Teilen auf Nippon. Besonders erschütternd sind die Rufe aus der Hauptstadt an der Ryushima-Küste, hinter der Brücke von der Taka-Ebene. Und wir hatten vor, diesen Ort zu besuchen. Die schwarze Essenz, die aus Orochis Hülle kam, sie hat sich auch zur Hauptstadt bewegt. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet.
was ich weiß, ist, dass was auch immer diese Welt ins Chaos gestürzt hat, ist noch nicht fertig mit uns. Diese Prüfung ist noch lange nicht vorbei. Es ist alles kein weiser Rat für uns Helden. Es tut mir leid, Kleiner. Ihr werdet euch vielen Herausforderungen stellen müssen. Aber ich weiß auch, wenn ihr erschöpft sein werdet, so werdet ihr doch siegen. Der Weg, auf dem ihr reist, ist voller Gefahren, aber ich bete, dass der frische Duft der Blumen euch immer beschützen wird. Amaterasu, Isun, ich wünsche euch eine sichere und erfolgreiche Reise. Sie ist fort. Eine sichere und erfolgreiche Reise? Nach dem, was sie gerade gesagt hat, hör doch auf, ey, aber ich hab immer gewusst, es wird nicht einfach werden, alle Pinseltechniken zu bekommen. Auf zur Hauptstadt! Erster Halt! Die Zugbrücke auf der Taka-Ebene! Ah, ich weiß, wo die ist! Da waren wir doch schon mal. Einen kleinen Moment, Leute. Kleinen Moment. So, Entschuldigung. Attack on Titan ist doch nicht ab 18. Doch, das Game nicht, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, 18 stand drauf, ja. Bin ich zu spät? Hey, Tap-Tain, mein Guter. Na, Ines, hi. Ich habe Orochi leider schon bekämpft und besiegt. Es tut mir leid. So, mal, wo war nochmal die Taka-Ebene? Da muss ich doch... Ja, hier kann ich auch noch nicht machen, ne? Da kriege ich auch noch eine passende Fähigkeit für. So, warte mal, wie war denn? Ich muss jetzt da lang, dann muss ich über die Brücke. Ne, warte mal. Hä, wo war denn nochmal? Ne, ich muss hier lang. Ich bin hier schon richtig. Dann stellt man den Stream halt um. Ja, so falls... Ey, ganz ehrlich, Leute, ich habe schon so oft den Stream nicht auf ab 18 gestellt. Weil irgendwas ab 18 war. Nur bei wirklich schlimmen, gruseligen Sachen habe ich das halt mal gemacht. Oder bei sowas krasses wie Shadow Warrior, da habe ich sowas gemacht. Ey, das ist ein Vogel, Leute. Was war hier nochmal? Zum Feuerwerksgeschäft. Ah, ja. Hä, bin ich jetzt dumm? Wo muss ich denn nochmal lang? Oh, hey. Oh, boah, ich laufe schon wieder auf 110% mal, Leute. Also, was möchtest du? Was ist das für ein Funkel in deinen Augen, Hündchen? Willst du ein Rennen? Okay, jeder, der bestimmt ein Rennen liefern. Hä? Rechts hoch, wo du den Seerosen in den Wald kommst. Oder nutz mal die Merkenformmünze. Stimmt, die müssen wir auch noch machen. Hallo, Nani, jetzt wie geht's? Und mach jetzt, wenn du noch weiter streamst. Ich stream noch ein bisschen auf jeden Fall. Und, ja, mir geht's recht gut soweit. Ich find's nur schade, dass ich 2 Stunden verpennt habe. Und deswegen halt jetzt erst 2 Stunden später den Stream gestartet habe. Das ist ein bisschen kacke. Das ist ein bisschen doll doof, aber sonst geht's mir gut und alles. So, Brutal Legend. Warte, das haben wir doch schon gespielt. Aber es war auch ab 16. So. Fertig. Los! Hä, wo gehst du jetzt lang? Wie er immer mit seinem Arsch in meine Richtung guckt. Wo müssen wir denn lang? Läuft ich richtig? Ja. Wo muss er lang? Was ist denn hier nur los? Hä, wo muss ich denn hin? Du bist nur mal Postbote. Du bist ja schlimmer als der, dass man schon was mehr ist. So, Freunde, was ist jetzt hier los? Oh, geil. Ja. Oh, göttliches Amulett. Geil. Wie sah deine Maske eigentlich aus? Hier, so sah die Maske aus. Das war die Maske. Ahem.
Also dieser Opa, der seinen Kopf so komisch umdreht. So, du bist also wieder gekommen, mein kleiner Fischefreund. Bist du gekommen, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Haha, erhöht die Angriffsrate für Perlenwaffen. Ey, ist ja mega geil. Noch schneller mit Perlen angreifen. Das finde ich gut. Dann haben wir noch hier, fügt 4 Treffer zur Spiegel. Ja, drücke, ja, das ist sowieso gut. Und das hier, drücke B, um Feinde zu reizen und Dämonenzähne zu holen. Ja, geil, 100.000 ist ja, ja, ist der Punkt. Entschuldigung. Du hast dich jetzt schon nicht weiter in der Kunstkampf zu üben. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, an diesem Tod zu trainieren. Aber ich muss dich warnen. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Ah! Oh! Und jetzt ist er ganz eklig, Alter. Das ist so komisch, Alter. So creepy. Bist du mental darauf vorbereitet, ohne mich mehr auszustellen? Tritt ein und wir werden dich essen, Mann. Der Typ, Alter. Der ist so unheimlich irgendwie. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Perlen durch den Geiststurm trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich an, während wir trainieren. Geiststurm-Perlentechnik-Tipps. Drücke X, um den Angriff zu beginnen. Drücke dann wiederholt, schnell X, achte auf das Timing. Wiederhol das, bis du 6 aufeinanderfolgende Angriffe gelandet hast. Umso stärker du X drückst, umso stärker werden deine Treffer. Heavy. Umso doller ich auf X drücke. Hast du alles verstanden? Ja. Okay. Ja. Erstmal die Perlenwaffe ausrüsten. Und das Fail. Ey, das ist ja cool, guck mal. Was ist das mit dir? Mach er schon! Ja, ja, ja. Nee, guck mal hier. Alter, wie cool! Das ist ja mega cool, dass man den Angriff so aufladen kann. Mann, ich mach doch mal wieder euch die Waffe, hier, du Spaß! Sehr cool. Sehr, sehr cool. Nicht schlecht, weiter so. Oh, wie fies, André, das ist ja fies. Nicht aufgeben, stand nicht mehr an, Mann. Wie, noch mehr? Attacke! Das ist alles, Mann! Hä, wie oft muss man denn sowas machen? Tschüss, Mann. Oh, Mini! Hör zu, Erfahrung ist eine Fähigkeit zu gewinnen, ist wünschenswert, ja? Aber du darfst nie im Willen der Selbstverbesserung verlieren. Später, dass du wieder kommst. Mini, was für eine nette Geste von dir, Dankeschön. Danke, dass du dem sie dann einfach den 9. Sub in Folge hier ballerst, Alter. Dankeschön, sehr freundlich von dir. Aber Mini, sie dann wollte doch selber die ganze Zeit haben. Ja, es hat doch nur. Es hat nur irgendwie nicht geklappt. Egal. Aber immer vielen, vielen Dank, Mini, für den Support. Und ganz, ganz viel Spaß, André, mit den Emotes, die du jetzt wieder einsetzen kannst. Na, wenn es nicht geht. Ach, Mini, ey, du Verrückter. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Support, Mini. Und dir viel Spaß damit, André. Der 9. Sub in Folge schon, Alter, krass. Noch 3 Monate, Leute, noch 3 Monate. Dann gibt's die ersten mit dem 4. Symbol. Das wird richtig krass. Ich freue mich schon sehr drauf, ey. Geil. Ich hab dich vermisst, Flamme. Leute, es gibt übrigens... Leute. Es gibt ja bis 2 Jahre die Emotes. Und es gibt jetzt sogar 3 bis 8 Jahre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder war das... 3, 5, 6, 7, 8? Auf jeden Fall gibt's irgendwie noch 5 weitere Plätze. Krass, wa? Ach, naja. So, nochmal anquatschen.
Er war, ja, bist ja Schüler, ja, ja. So, ich möchte jetzt goldene Wut lernen. Also, hast du dich dazu entschieden, weiter zu trainieren? Ja, ich verstehe. Und Alter, jetzt machen wir hier, ne? Es gibt 11 Stufen. 11 waren das? Na denn, okay, dann stimmt's. Dann stimmt's also mit, weil wir haben jetzt so 5 Stufen bis 2 Jahre und dann irgendwie nochmal bis 8 Jahre, ja. Krass, Mann, das ist so heftig, oder? So, na, lass uns mal eintreten und gucken, was der goldene Dings da ist. Musst du noch ein paar Flammenstufen ausdenken. Das ist krass. Jenny, du kennst ja die 4. und 5. Stufe nicht. Deswegen, da kann man halt kaum noch was machen. Lass mit dem Training beginnen. Wir werden die Götter die goldene Wut trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen. Goldene Wut, ja. Drücke während des Kampfes leicht B, um den Feind zu beleidigen. Das verursacht er jetzt eigentlich in der Dämon. Das ist ja eine Fairness. Okay. Also dann stell dir mal vor, du wärst jetzt auch noch Mod. Und hättest Twitch Prime drin, dann hättest du da 4 so eine Buttons, Alter. Was? Man pisst den Gegner. Was ist das denn? Man pisst den Gegner einfach an? Goldene Wut, ist klar. Ja, okay. Geil. Hast du genug? Ah, ja, ja, ich weiß, wie man pinkelt, Mann. Jetzt hat den besten Move gelernt. Oh. Ach, schön, ich fühle mich so stark jetzt. Goldene Wut. Ja, 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 genau. Das soll den Gegner zum Ragen bringen und dann droppt dann den Dämonenzahn. Gucken wir uns doch gleich mal an. Oh, wie süß das Schwein frisst. So, wie war das da? Wie benutzt man das jetzt? Also, ich mache jetzt hier immer so. Und dann? Oder muss ich hier dann so machen? Wie benutze ich das denn? Sachen. Merkung, Frau Münzer. Benutzen. Ach, hier ist er schon wieder süß. In Sea of Thieves wird sie getötet. Ja. Auf zur Attacker-Ebene. Mann, Mini, sei nicht böse. Wenn du eine Meldung vom Münzen ins Wasser wirfst, dann wird sich ein Pfad öffnen. Wenn du hineinspringst, dann wirst du in einer Quelle gespült. Das ist echt krass, Mann. Sag mal, Leute, habt ihr eigentlich eine Idee? Weil ich bin da so ideenlos. Habt ihr eine Idee, was man hinschreiben könnte? Weil ich habe jetzt einfach, wenn jemand subbt, dann ploppt er diese coole Animation von Mini auf. Und dazu steht dann halt nur, jo, ist jetzt, keine Ahnung, subbt jetzt zum dritten Mal oder so. Ich überlege die ganze Zeit noch, weil zum Beispiel bei Marcel, der liebe Luxer Link, der hat halt. Jo, es klimmern die Rubine bei so und so. Oder da klimmern die Rubine. Hat halt einen coolen Spruch so und so was habe ich nicht. Habt ihr da irgendwas, was vielleicht passt zu dem Feuer? Mr. So und so ist jetzt Feuermagier. Oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Oder was würde noch gehen? Na, süße Tierchen. Alter, wie die weggeweht. Oh. Oha. Ja, was ist denn? Da! Das ist es! Der Schatzverräter versteckt! Ich möchte gefunden werden! Er möchte gefunden werden, geschätzter Schatz! Möchte mich so sehr treffen!
Hä? Ich verstehe nicht. Mr. X ab sofort super hot. Geht in Flammen auf. Nickname ist on fire. Beim ersten so, entfacht seine innere Flamme. Ja, sowas ist geil. Oder entfacht seine Feuermagie oder irgendwie sowas. Das ist geil. Das ist geil beim allerersten. Jo. Mr. Typi entfacht sein Feuer. Das ist echt cool. Das schreibe ich dahin. Das ist geil. Ja, ansonsten, ich weiß auch nicht. Hm. Und ansonsten, brauchst du Feuer? Und beim Subgift? Ah, stimmt, ich kann halt auch allgemein. Das ist auch wieder, ja, ich kann halt als Priorität setzen. Das passiert, wenn jemand einen Sub geschenkt bekommt. Die Sache ist nur, da ist dann wieder nichts mit Monat. Da kann ich halt dann nicht einstellen, jo, dass dann. Er hat jetzt seinen sechsten Sub. Und dann kommt auch diese Explosion. Das kann ich da so nicht separat einstellen. Das ist dann ein bisschen doof. Ansonsten, da kann ich halt so was sagen. Jo, macht, wirkt Feuermagie oder hilft ihm das Feuerbending zu lernen, irgendwie sowas. Aber es ist halt die Sache, dann müsste man für alle Sub-Geschenke eine einheitliche Animation nehmen. Und ja, das halt. Dann weiß man halt nicht, oder dann sieht man halt nicht das Passende vom Monat. Oder Mini macht so richtig krass, ja, das kann ja Mini machen, wenn Mini so krass ist. Ballert irgendwie die ersten drei Animationen in eine so eine Animation. In so ein Querformat. Und dann sind da so alle drei Flammen nebeneinander. Oder, ah, das ist aber auch irgendwo doof. Ich weiß nicht, Leute. Ja, irgendwie sowas könnte man machen, Marius. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich halt schon mal gut, entfacht sein Feuer auf Stufe 1. Das ist echt cool. Nee, und sonst, ich überlege gerade, aber so fällt mir ohne Stein. X findet Y hot. Ja, so fällt mir sonst ohne Stein so ein. Hm. Wir werden da noch was Cooles finden, bestimmt. Aber ich finde es halt echt geil. Und, ich werde halt auch gucken, das finde ich doof. Ja, es gilt Feuer auf Level 1 und 2 und so, das ist halt irgendwo. Es passt halt auch irgendwo, aber naja, ach, ich weiß auch nicht. Diese Hauptstadt, man, übelst die Kanone da drüben und was ist hier los? Ich mache mir mal Gedanken zu einer Sub-Gift-Animation, überlass das mir. Ja, irgendwie. Ist das wie so ein Strichmännchen, so ein Feuer zum anderen schießt und der andere fängt das dann so auf und hält das dann irgendwie so. Das wäre doch cool. Der eine so. Dann kommt er so geflogen und der andere so. Wow, geil. Aber das ist bestimmt richtig krass aufwendig, oder? Und Mini, wenn du Bock hast, dann kannst du ja gerne. Also, wenn du ganz viel Bock hast, Mini, dann kannst du ja gerne noch die Animation irgendwie auf 5 oder 6 Sekunden verbessern. Musst aber nicht, weil an sich, ihr seht ja, diese Animation, wenn ein Sub kommt, ist halt immer 4 Sekunden. Und das passt eigentlich ganz gut. Ne? Und ich habe halt überlegt, 6 Sekunden wäre auch noch ganz gut, aber nachher ist es zu lange da und ist zu lange hier im Spiel und zu lange im Bild. Und ich weiß nicht, 4 Sekunden ist eigentlich geil. Was meint ihr alle dazu, Leute? Wir sind ja gerade so viele Stammzuschauer. Erzählt mal, was meint ihr, was haltet ihr davon? Sind die 4 Sekunden, sind die Animationen so, wie sie gerade sind, in Ordnung? Oder wollt ihr lieber 5 oder 6 Sekunden draus machen? Und dann ist noch die Sache, ich werde halt noch gucken, ob ich vielleicht von Stufe zu Stufe, wenn man den ersten hat, wenn man zu Stufe, ab Stufe 3 bis Stufe 6 und dann ab Stufe 6 bis Stufe 12, dass da immer ein anderer Sound eingespielt wird vielleicht. Mal gucken. Aber jetzt lass uns erstmal mit diesem dicken Typen hier quatschen. Nee, halt, warte. Der Händler. Ja, was für ein Mist, Alter, die großzügige Sochezung. Ich dachte, ich kann zu Königin Himiko, aber irgendwie kann ich das immer noch nicht. Also wir quatschen die ganze Zeit, zocken gar nicht. Ich weiß, das ist alles ein bisschen. Heute ist ein Quatschstream. 4-Sekunden-Regel. Die klappt ja gar nicht, ne? Haben wir ja die Mythbusters irgendwie bewiesen, dass diese 4-Sekunden-Regel einfach nur springt. Sobald irgendwas auf dem Boden war, ist es kontaminiert. Aber egal. 4 Sekunden ist okay, danach wird es viel. Ja, also maximal 5 Sekunden. Aber die 4 Sekunden sind schon optimal. Weil ich habe halt auch gemerkt, bei 4 Sekunden endet halt Minis aktuelle Animation. Und da endet halt auch dieser Sound. Deswegen ist es halt voll geil irgendwie. So, ich verkaufe jetzt erstmal die ganzen Schätze, die ich hier habe, Leute.
Ah, ich habe so viele Schätze. Alter, so viel Cash für Blacky, Mann. Aber ja, ich habe ja auch viel Geld verloren, weil ich ja jetzt diesen krassen Anpinkel-Skill erlernt habe. Und da muss ich halt erstmal ein bisschen, ne, müssen wir erstmal ein bisschen hier cashen. So, und dann möchte ich mal kaufen. Auf jeden Fall will ich... Mehrinformmütze. An sich, ich kaufe mir mal 5 Stück oder so, dass ich halt immer porten kann. Eine Futtersäcke kaufe ich dann wieder ein paar. Ja, komm, 10 so. Ja, dann haben wir nochmal 7. Dann haben wir nochmal 5. Dann haben wir nochmal 4. Sonst brauche ich eigentlich nichts. Die Regel ist eh nur eine Ausrede für verfressene Menschen. Deswegen habe ich die für mich auch auf 1 Minute verlängert. Ich soll es allgemein mal einen Labber-Stream machen. Also wo man eine Stunde labert und dann was so. Das könnte man echt mal machen. Dann müssen wir uns ein Thema aussuchen, einfach eine Runde quatschen. Oder halt anschließend nach dem Stream oder so. Das kann man echt mal machen, das ist eine gute Idee. Alter, was ist denn hier los? Das ist ein Grab für ein Reisen. Ja genau, warum fliegen hier so diese Flammen rum? Das ist unheimlich. Das macht mir Angst, Leute. Schlaf schön, Marius. Träum was soll's. Ruh dich gut aus, mein Guter. Sehr schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, der Stream hat dir gefallen. Ist eine Vogelstatue, sie steht in Flammen. Ist eine Statue eines Phönix. Das Feuer sieht ganz nett aus. Was mit ihm? Hallo Hündler, na wie geht's? Guck mal, die einigen Flammen der Phönixstatue brennen wieder. Nachts, als der Vollmond plötzlich aufschien, hörte ich ein Brüllen aus dem Schildschuhfeld und die Flammen brannten plötzlich. Warum verlöschen sie und gehen dann wieder an? Ist das ein schlechtes Omen? Auf jeden Fall kann ich jetzt das Zeichen geben, damit die Zugbrücke gesenkt wird. Trotzdem, ich habe nichts auf, dass ich mich freuen kann, wenn ich zurück in die Stadt gehe. Ich meine, ich bin nicht dazu bestimmt, in der Stadt zu sein, ja. Ich möchte eigentlich hier Abenteuer und sowas erleben, ja. Hm. Na, mach doch mal bitte. Halt wieder, wa? Ihr habt ein Schweinsnase, was willst du? Verfluchte Zone ist verschwunden, der Frieden wurde wiederhergestellt, aber noch wichtiger, die ewige Flamme brennt wieder in den Phönixstatuen. Jetzt muss ich mir nicht mehr so durch Monster Sorgen machen, die in der Nacht anschleichen. Die Flamme ist ja da. Das ist unsere Chance, Emmy. Hast du von dem Gerücht gehört? Nein? Nein. Hast du nicht das Gerücht von der riesigen verfluchten Zone gehört? Alle sind sehr beunruhigt, weil es so kurz vor dem großen Tag geschah. Mit großem Tag meine ich natürlich das alljährlich stattfindende Fest in Kamiki. Dazu ist noch das 100. Fest, seitdem das Monster besiegt wurde. Deswegen sagen alle, das wäre der 100 Jahre Fluch. Natürlich war ich derjenige, der das Gerücht als erster gestreut hat. Ach, du warst schuld, du Sack. Hi Mikey, guten Abend. Hör doch was, man macht doch mal auf hier. Schätze, ich komme mich nicht mehr daran erinnern. Was, wie mich das alles hier. Ja, was soll man hier machen? Soll ich vielleicht. So, jetzt, wenn er seinen Pfeil hat. Ja. Oh oh. Alter, what? Das wollte ich jetzt gar nicht beabsichtigen. Das habe ich nicht beabsichtigt. Was um alles in der Welt, Mann? Das ist so furchtbar, so etwas ist niemals zuvor passiert. Mein Pfeil stand auf einmal in Flammen. Oh nein, das erinnert mich daran, dass ich da ja jetzt etwas in der Stadt zu erlegen habe. Nun zu sehen, wie super geworden ist und das alles. Dann gehe ich mal besser wieder auf meinen Wachposten in der Stadt. Und das sage ich nicht nur, um mich zu verdrücken oder so, ne, ein Abenteuer zu erleben. Jönchen, der große Bogenschütze, würde niemals von so einer Tat träumen. Nur noch Wiedersehen und viel Glück. Muss einmal alles kaputt. Naja, na toll, jetzt gut gemacht, wieder alles kaputt. Das war jetzt keine Absicht, Mann. Es war keine Absicht. Voll krass, einmal alles kaputt. Alter, alles tot. Ja. Ach, schön. Schön. Mm-hmm.
Ich check immer nicht, wann das jetzt angenommen wird, immer nicht. Ein Pferd ist da. Ach, wie schön. Hallo. Na? Die Tierchen. Die guten Tierchen. So, jetzt sind wir nochmal hier, wa? Ja, ja, ich sehe schon. Das war doch kein... What the fuck, Mann? Alles wieder schön gemacht hier. So muss es sein, Freunde. So muss es sein. So ist das nicht gemein. Gehen wir zum Graben. Oh, schön. Das war doch kein Wind. Das war doch kein Wind. Oh, hallo Tierchen. Na? Bitteschön. Wow, zwei. Ja, haben wir die Natur wiederhergestellt. Ist doch schön. Also ich bin immer schlafen, schließe heute nochmal arbeiten und dann schön viel Tag frei. Oh, ihr habt's gut, ey. Ich hab keine 4 Tage frei. Ich muss Samstag arbeiten. Ey, ey, die große Stadt. Du wirst die Art zu leben in der Stadt vielleicht sehr schockierend finden, Emmy. Besonders, wenn man bedenkt, dass du für 100 Jahre in der Pampa gesteckt hast. Was mich betrifft, ich kann's kaum erwarten, all die süßen Mädels abzuchecken. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich gehe dann auch mal schlafen. Viel Spaß euch noch. Alles klar, Dankeschön, Selina. Ja, übrigens, genau, Selina und Marcel, ich wünsche euch beiden natürlich eine wunderschöne... Die Hiroshima-Küste. Ich wünsche euch beiden natürlich eine wunderschöne Nacht. Schlaft schon, Thomas, ruht euch gut aus. Und hoffentlich sieht man sich morgen im Stream wieder. Würde mich natürlich freuen. Macht's gut. Was geht hier verdammt nochmal vor sich? Orochis dumme, verfluchte Zone hat sich bis hier hingedehnt. Ich meine, das ist ja sogar hinter der Zugbrücke. Außerdem haben wir uns doch schon um diesen Hintergrund gekümmert. Kannst du nicht glauben, dass hier immer noch eine Zone ist? Was ist denn hier los? Keine Ahnung, muss bestimmt schon ein starker Flug sein. Lass uns die einfach mal befreien, ja. Also hier kann man speichern, das ist schon mal gut, aber... Also ich würde gerne irgendwie noch die Hauptstadt erreichen, aber ich weiß natürlich nicht, wo die Hauptstadt ist. Oder nur noch das Gebiet hier freimachen und dann irgendwie... Ankoku, Tempelglocke, nicht ohne Grund läuten. Hast du schön gesehen, Feldkleid? Spiel dich an der Glocke rum, okay? Hä? Dann müssen wir einmal schlät. Müssen wir einmal schlät. Da will keiner kommen. Gut, ich muss garantiert genau hier lang. Was ist das denn? Man lernt bestimmt irgendwas, dass man da hochklettern kann oder so. Wir haben jetzt schon öfter diese Wolfsdinger hier sehen. Wer ist das denn? Ein Moosstein-Mensch. Oh Gott! Und... Schliess! Boah, Alter, geil! Da! Komischer Typ.
Okay, da kommen wir noch nicht rein. Da ist Böses. Uiuiui. Was ist denn das denn? Achso, hier muss Wasser rein, wa? Oder auch nicht. Oder doch? Hä? Ich muss da mal Wasser nach oben bringen, oder was? Ach, keine Ahnung, Mann. Ich weiß es doch nicht. Ja, hier ist schon wieder so ein komischer Stein und da bringt er eine Bombe nix. Die bringt er da nix. Und das hier bringt nix. Und das hier bringt auch nichts. Hm. Keine Ahnung. Wo man hier einfach das Wasser so rüberschicken kann, das ist voll cool. Aha, da ist dann der Baum. Er hat wieder sein Wasser, ja! Wow! Einfach so. Ja, ich weiß, da muss geschossen sein. Juhu! Das sieht so cool aus. Und was ist das für ein geiles Gebiet, Alter? So riesig mit einem Schiff. Mit so einem Piratenschiff. Ey, voll cool. Das ist echt mega. Finde ich geil. Ey, Leute, ich lurke jetzt etwas. Hab gerade selbst gestreamt und mir noch mal was kaputt. Und viel Spaß mit dir, Blicky 4 folgt. Dankeschön. Aber ich wollte jetzt gerade sagen, ich würde jetzt auch Schluss machen, so langsam. Boah, der Fluch ist gebrochen. Jetzt ist wieder die Ryushima-Küste, die ich kenne und liebe. Und eigentlich kenne ich mich hier nicht so gut aus, aber... Siehst du das versunkene Schiff? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, es früher schon mal gesehen zu haben. Aber egal, an der Ryushima-Küste findet man die große Stadt. Die Stadt Saiyan. Ist nur noch ein kurzes Stück von hier. Dort kann man fast alles finden, was man sich vorstellen kann. Wie wäre es, wenn wir da mal rüberschlendern? Ja. Gehen wir nochmal zu dieser Saiyan-Stadt und dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Aber es sah so geil aus wie das Wasser. Immer so... Diese Dunkelheit so weggesurft hat, so. Voll geil. Dankeschön, Joki. Oh, Kühe. Hallo. Oh, Kleine. So ein Arschbeißen. Hier ist schon wieder sowas, wo ich nicht rankomme. Ach Mann, ey.
Oder vielleicht so? Keine Ahnung, Mann. Alter, ein roter. Ein böser roter Geist. Ey, wie groß das hier ist. Das sieht mir schwer nach aus, als könnte man hier echt übers Wasser. Bis da hinten hin. Schon geil, ey. Ah, wie unpassend. Der alte Ankoku-Tempel ist da auf der Spitze des Hügels. Aber die Priesterin, die dir Verantwortung trägt, ist immer beschäftigt und nie da. Ich befürchte, du hast genau wie ich eine nutzlose Reise unternommen, Wolf. Aha. Aber Priesterin des Ankoku-Tempels praktiziert Monsterunterwerfungsmagie. Immer wenn es irgendwelche Schwierigkeiten in der Stadt gibt, dann rufen sie die Priesterin zur Hilfe. Und deshalb gibt es in der Stadt seit Jahren nur noch Schwierigkeiten. Ich hoffe, die Priesterin wird bald zurück sein. Na, wer weiß. Wow, ist das eine Statue, ey. Irgendwer wird sie stehlen, wenn sie weiter hier rumsteht. Wer immer auch der Besitzer ist, er sollte vorsichtiger sein. Ja, wa? Leute opfern hier Räucherstäbchen. Sind die bekloppt? Oh. Ein Räuchergefäß, na passt ja. Ja gut, hier müssen wir wahrscheinlich irgendwann später nochmal hin. Aha. Oho, eine Vase. Oh, doch voll zerbasht. Ich freue mich schon tierisch auf Okami für die Switch. Mir fest vorgenommen, dieses Mal durchzuzocken. Ja, nice. Ey, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mir vielleicht Hyrule Warriors für die Switch holen soll. Weil ich dann auch Legends mal hätte und ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, Leute. Aber dieses Piratenschiff, voll krass. Finde ich ja ganz geil. Was, Emmy? Du willst auf diesen Turm klettern? Wetter von der Oma aus hat eine wunderbare Aussicht, aber es wird nicht leicht sein, da hochzukommen. Ich glaube, da hilft noch nicht mal der Wandsprung. Du stößt dir nur den Kopf. Natürlich wäre es was anderes. Wenn du die doppelte Sprungkraft hättest. Also gibt es wahrscheinlich irgendwie auch einen Doppelsprung. Es gibt garantiert einen Doppelsprung als Pinseltechnik. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwie einen Doppelsprung. Hä, was ist denn das? Ich schwimme im Sand. Moin, Jungs. Hey, Kizuna. Uiuiui, hier ist Böses im Busch. Hallo, Schwein. Ferkel, na? Na, lecker, lecker, lecker. Noch ein Schwein. Oink, oink.
Diese ganzen Schweine, Mann. Hab ich echt Schweine gehabt hier in der Gegend. Hä? Hallo? Ami, du brauchst doch das Spiel jetzt nicht viermal. Was zur Hölle? Guck mal, in das Schiff kommen wir rein. Da ist ein... Alter, krass. Oh, das wird noch sehr spannend. Da freut mich drauf. Da müssen wir auch im nächsten Part hin. Genauso wie wir da rein müssen. Da gibt's doch bestimmt eine... Das sieht aus wie ein Dojo zum Üben. Da gibt's bestimmt einen Doppelsprung zu lernen. Oh, fuck, Alter. Ich will ja eigentlich nicht weg. Eigentlich will ich das Schiff erkunden und ich will dieses Dojo da erkunden oder was das sein soll. Wo ist er hin? Ich weiß einfach nicht, wo mein Inaba hingegangen sein könnte. Das ist eine der Gefahren, wenn man ein Haustier hat. Hast du ihn gesehen, Welpe? Nö. Hab ich nicht. Hallo, ihr Katzen. Ja! Ja, die Katzen lieben mich. Es gab was für ein DS, aber das war Okamiden. Oder Okamiden. Das ist der zweite Teil. Nee, habe ich noch nicht da. Ich war halt noch nicht am PC, aber das mache ich jetzt gleich. Also, ich habe ja hier bei Twitch Prime, da sehe ich es ja. Uiuiui, was ist das denn, Alter? Ein Kranich mit langen Haaren und Kimono und what the fuck? Alter, was ist denn mit Ihnen los, Mann? Hallo? Ist ja geil. Alter, wie schnell sie abblockt. So. Hä, wieso blockst du denn die ganze Zeit, Mann? Alter, what the fuck? Hä, wie besiegt man den denn? Ja, ich meine, immer wenn ich angreife. Aha! Okay, ich muss also wirklich warten, bis er sie erst angreift. Au. Fick doch mal! Ich hab doch... Hey,
Ey, was ist das für ein nerviger Gegner, Alter? Das ist ja schlimmer als jeder Bossgegner, Mann. Okay. Muss er denn hier irgendwo sein? Krähentango? Ja, das ist der normale. Ich glaube, dieses Vieh hier steht noch nicht drin. Ne, ich glaube, das Vieh hier steht noch nicht drin. Diese Gegner, ey. Waka. Waka. Nee, erst nach dem Kampf wird das Vieh drin stehen. Das greifen wir bitte an. So, jetzt aber. Mann, dieser scheiß nervige lange Kampf, Alter. Oh, ist ja ätzend, ey. Warte. Das hilft echt nichts. Ich hätte gedacht, vielleicht kann man so. Jetzt aber! Oh Gott, Alter! Oh, was für ein Vieh. Zeit und Schaden. Alter, was war das für ein scheiß Gegner, ey? Ubume, ein Vogel, der von der Seele einer Frau besessen ist, die durch das Schwert eines Samurai starb. Sie hat kein Problem mit jedem Schwertangriff mit ihrem Ringschirm zu. Ja, ja. Dann verschwendest du keine Zeit und. Wenn er falsch kann, ist er mit dem dunklen Essenz ein Gegenschlag. Ein großer Mensch rät dazu, einen Vorteil aus diesem Verhaltensmuster zu ziehen. Wenn der Schirm sich zum Block öffnet, blase ihn mit Wind zurück. Also mit Wind habe ich schon mal richtig gedacht. Aber okay, wenn er sich zum Block öffnet, dann soll man ihn mit Wind wegblasen. Die Kreatur ändert sich dann an ihr Leben als Frau und stellt den Angriff ein. Hä? Was ist das denn? Soll ich auch nochmal gegen Sophie kämpfen? Hallo? Da ist er. So, also was? Attacke? Zack, Alter, und wegblasen. Wow! Ja, was ist denn das? Da musst du erstmal drauf kommen, Alter. Da musst du erstmal drauf kommen. Die! Japanische Mythologie muss keinen Sinn machen. So, was ist hier drüben noch schön? Was ist das denn für ein krasser Stein? Hm. Das hier ist das Kanmon-Tor. Es befindet sich zwischen der Nord- und Südhälfte der Ryushima-Küste. Viele schönste Aussichtspunkte liegen da hinter uns. Er ist im Moment voller Monster, da kann man nicht durch. Natürlich sind wir früher viele Reise durchgekommen. Hm. Was ist los, Welpe? Bist du durch das Tor? Ja, dann musst du zuerst mit meinem Kollegen sprechen. Hey, Welpe, weißt du eigentlich, was du mit dem Motor Bescheid?
Was soll das Gebäude am Fuß des Ankerruters, bitte? Ich hab gehört, dass der Anblick des Monds von dort aus unglaublich sein soll. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ein Donnerrad. Alter, was ist denn hier los, Mann? Ihh! Das Blitzding hat ein Ohr. Wir haben so ein Rad mit einem Auge, wir haben so ein Rad mit einem Mund. Die! Also sehr schön. Ah, eine Quelle, sehr schön. Oh! Ey, das war jetzt gemein. Ey, du Alter, ey! So schlecht. Keine Tinte mehr. Links nördliche Küste, nee, nördliche Hiroshima-Küste, geradeaus Stadt Zayan. Die Stadt wollen wir. Ja, ich will eigentlich. Eigentlich will ich sehr gerne das Schiff betreten. Und auch dieses. Ja, Haus. Alter, wie sieht das denn aus, Mann? Ich glaube, die Stadt ist noch ein bisschen krass. Ich gehe zum anderen Speicherpunkt und. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann in Ruhe das Schiff an und dieses. Andere Haus am Meer, Haus am See. Oh, das hier machen wir noch schnell. Und dann gucken wir mal. Oh shit, Alter, 2. Ist klar. Die Alter haben wir. Und weg mit dir! Die! Yeah, yeah. Open Mainstream. Nee, nee, wir gehen jetzt speichern und dann machen wir aus. Muss auch morgen wieder früh raus. Bin ich früh raus. Hallo, ihr kleinen Rammler. Oder Klopfer. Ihr kleinen Klopfer. Klopfer hieß der von Bambi, ne? Ah! Oh Mann! Oh nee. Wo bist du denn? Ach, schon down? Nee. Und tschüss. Boah,
Oh yeah, Dämonenszene, Alter. Mann, ja, richtig krasse Sachen kriegen wir hier. Und alles voller Schätze. Alles voller Schätze, sag ich euch. Oh, Mann, nein! Ihr habt keinen Bock jetzt. Oh, nee! Komm, ich hier irgendwo raus? Da, ganz ehrlich, diese Gegner sind am allernervigsten. Oh Gott, ey. Oh, diese ekligen Räder, Mann. Ich muss mal Bessario ein bisschen angucken. Was so die Schwachstellen am Monster sind. Klopfer, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten. Der wusste schon mal, wie der Hase läuft. Wie der Hase läuft. Ach, Mini. Hier chillt einfach so ein Händler. Ich brauche dafür, dass Nils mal ein Tarzan-Kostüm anzieht. Hab ich auch gar nicht. Ich habe nur ein Panda-Kostüm. Oh, ein Friedhof. Das ist ja so ein süßes Tier. Müssen wir auch nochmal irgendwann hin. So, dann werde ich erstmal speichern. Ja, da haben wir doch heute doch noch was erreicht. Aber es ist doch schon wieder fast um zwei, Alter. Ich muss mich langsam hinlegen, dass ich morgen wieder früh raus kann und vor allem auch irgendwie wenigstens halbwegs fit bin. Ich werde eh nicht fit sein. Aber Freunde, das war wieder ein schöner Stream heute, auch wenn ich halt voll... Mini, kennst du das noch gar nicht? Das habe ich, als ich angefangen habe zu streamen, ab und zu mal angehabt. Kennst du das echt nicht, Mini? Krass. Aber bist du schon so lange dabei? Ach, Freunde. Aber nee, es war ein toller Stream heute. Danke, dass ihr dabei wart. Ich würde so gerne jetzt nochmal Rocksmith anschmeißen irgendwie. Und euch mal Rocksmith zeigen, weil ich das echt cool finde. Aber nee. Das war's dann für heute mit Okami. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch beim nächsten Mal von Okami wiedersehen. Denn das Spiel ist ja noch lange nicht durch. Ne? So. 2.11.25. Ich muss mal langsam wieder die Parts eintragen. Die Parts highlighten.